Hier in Hamburg-St. Georg leben wir schon einige Jahrzehnte. Hier haben wir die Kinder großgezogen, die einige von Ihnen vielleicht aus dem Film Kinder von St. Georg kennen. Das ist ein Viertel, ja, da gab es auch Künstler, aber vor allen Dingen Lebenskünstler. Ein Dorf, was eigentlich in wichtigen Fragen immer zusammengehalten hat. Doch dann kamen die Reichen und Schönen. Also seit ungefähr 15 Jahren beobachten wir, dass also wie unsere Nachbarn, Freundinnen und Freunde, wie man kann sagen, zwei Drittel von St. Georg, das sind 22.000 Menschen, an die Ränder der Stadt verdrängt wurden durch diese Entwicklung. Und wir konnten uns hier nur halten, weil wir gemeinsam mit anderen ein Wohnprojekt gegründet haben auf genossenschaftlicher Basis. Das konnte alles nur geschehen, weil städtische Wohnungen rasant aus der Sozialbindung fielen, privatisiert wurden, ja ganze Straßenzüge wurden von großen Wohnkonzernen aufgekauft. Einst Geschäfte, an die wir uns gewöhnt hatten, für den Alltag, der alteingesessene Fisch- oder Wildhändler, Der der Metzger. Metzger, alles weg. Dafür haben wir jetzt ganz viele Hotels, noch mehr Boutiquen, zahllose Cafés Und Friseure. und Friseure. Ja, und wir haben noch mehr Touristen, die auf uns schauen, als wären wir Affen im Käfig. Das ist eine Entwicklung, die hat uns wirklich sehr berührt und denn wir denken, Wohnen ist die Basis unseres Seins. Und Wohnen ist Daseinsvorsorge, genauso wie Luft, Wasser und Bildung und Gesundheit. Und das sind auch die Themen, die wir in unseren letzten Filmen behandelt haben. So ist Wohnen eine Fortsetzung dieser Reihe. Denn wir denken, Wohnen ist ein Menschenrecht und sollte als Menschenrecht deklariert sein. Aber solange der Markt bestimmt, wo du wohnst und nur die in den Zentren leben dürfen, die gleicher sind, dann läuft irgendwas schief in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Und ja, und deshalb Deshalb ist ist das das neue neue Filmprojekt Filmprojekt Soul Soul City. City.